mein erstes Gebiet war die tragende Fläche. Ja? Die Aufgabe ist Abgrenzung des Raumes. Und da spreche ich nicht, denke nicht an Tragwerk, sondern an eine Fläche. Und dann stellt sich die Frage, wie soll diese Fläche geformt sein, damit sie trägt? Das sind zum Beispiel diese Kirchendächer, aber dann später auch Messehallen. Ja? Und erstmal die Continua, die durchgehende Flächen und dann später die in Gitterschalen aufgelöste Fläche, die verglaste Gitterschale, zum Beispiel Zentralhalle, Messe Leipzig, aber auch schon die Galeria mit Ungers. Und das war das Gebiet, die Raumabgrenzung. Und das ist die raumabgrenzende Fläche. Und die Fläche soll tragen. Keine Träger, sondern die Fläche soll selbst tragen. Und deshalb ist das in dem Titel so. Und die andere ist die tragende Linie. Die tragende Linie kam mit bei den Stegen, bei den Fußwegbrücken. Da ist die Plattform vorgegeben und wenn diese Plattform mit der Brüstung die Spannweite nicht überbrücken kann, weil die Spannweite größer ist, dann stellt sich die Frage, was muss ich dazu tun, damit es trägt? Und dann eine tragende Linie darüber, ein Bogen, und von dieser tragenden Linie hänge ich dann den Steg ab. Und das ist die tragende Linie geworden aus Steinrohr. Hat auch eine Rolle gespielt im Ruhrgebiet, dass das Rohr ein Element der Industrie ist und überall auch zu sehen ist. Und dann diese tragende Linie kam dann auch noch in die Fläche rein, in Dachkonstruktion, zum Beispiel bei einem Einkaufszentrum am Borsigturm in Tegel mit Vasconi, wo in der verglasten Dachkonstruktion wir räumlich gebogene Rohre als Tragkonstruktion eingebaut haben. Das war nur diese Linie. Und diese Linie ist ein Minimum an Aufwand und ist auch Minimal Art. Also diese mit weniger Strich kann man so eine Brücke nicht machen.